Auf der Suche nach etwas Sonnenschein bin ich für Sie fündig geworden. In München gab es einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ein Augenblick zum Genießen. Davon ließ sich das neue Tief Henry aber nicht beeindrucken. Mit dicken Wolken und teils kräftigen Regenfällen zog es aus Westen auf. Und auch in der Nacht gibt Henry keine Ruhe, sondern macht munter weiter. Das bedeutet, gerade im Süden fällt aus dichten Wolken häufig Regen. Klar ist es nur unmittelbar an den Küsten. Aber genau dort, also im angrenzenden Binnenland, sinkt die Temperatur bis auf frische 7 Grad. Ansonsten sind es 16 bis rund 10 Grad. Und dann geht es mit ordentlich viel Sonnenschein für den äußersten Norden in den neuen Tag. Im restlichen Land dominieren Wolken mit weiteren Regenfällen. Nachmittags bleibt es an den Küsten freundlich, ansonsten entwickeln sich Schauern einzelne Gewitter, wobei es lokal Unwetter durch Starkregen geben kann. Südlich des Mains bleibt der Himmel grau und von den Alpen her fängt es wieder an zu regnen. Unter den ganzen Wolken werden nur rund 17 bis 22 Grad erreicht. Im Osten sind es immerhin bis zu 24 Grad. Und auch in den Aussichten geht es wechselhaft mit Schauern und Gewittern weiter. Besonders am Samstag könnten die gewittrigen Regenfälle im Süden kräftiger ausfallen, auch mit lokaler Unwettergefahr. Und wie es heute Abend in Sat.1 weitergeht, das erzählt Ihnen jetzt Matthias Killing. Gute Unterhaltung.